Willkommen zur Bundesliga und damit willkommen zum 30. Spieltag zum Topspiel, nämlich zwischen Schalke und Dortmund. Ja, dieses Spiel ist so richtungsweisend, es geht um die deutsche Meisterschaft. Muss man einfach so sagen, wenn Dortmund noch deutscher Meister werden will, müssen sie hier und heute gewinnen. Alles andere macht die Situation schwierig. Also, Derby-Time am 30. Spieltag. Und damit die vielleicht Vorentscheidung um die Meisterschaft. Das ist eben die große Frage heute beim Spiel zwischen dem blauen Team und dem gelben Team. Nächste Woche DFB-Pokal. Die Schalker, ihr Spiel wurde verlegt gegen den 1. FC Köln für die Woche zwischen dem 33. und 34. Spieltag. Natürlich, den einen oder anderen gefällt das gar nicht, aber der 1. FC Köln in der Europa League im Halbfinale musste dementsprechend das Spiel verlegt werden. Den Schalkern tut das auch ganz gut. Denn unter der Woche geht's gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal. Aufstellung der Schalker. Ja, das klassische Rotieren ist wieder mal da. Das kennen wir bereits. Koke als neuer rechter Mittelfeldmann eingesetzt. Soll jetzt öfter auf die rechte Mittelfeldposition spielen. Da Kaiser rechter Stammverteidiger ist. Schauen wir mal, ob es bei den Schalkern so weiterläuft. Auf der anderen Seite auch klassisch aufgestellt. Keine Überraschungen gegenüber den letzten Spielen bei der Borussia aus Dortmund. Alles wie gehabt. Und damit los geht's ins Derby. Und dieses Derby natürlich enorm wichtig für beide Teams. Für Schalke könnte es Richtung Meisterschaft tendieren. Das passt mit der ersten Möglichkeit. 16. Minute, nächste Chance für den FC Schalke 04. Rückpass. Birki hat den Ball. Da haben einige diskutiert, ob wirklich Rückpass oder nicht. Erste Chance Dortmund. Jamolenko rübergespielt. Şahin. Fährmann zur Stelle. Hatte heute nicht viel zu tun. Ralf Fährmann, da die Schalker sehr, sehr viel Ballbesitz hatten. Können wir gleich auch in der Statistik kurz sehen. Erstmal hier die Möglichkeit. Kehrer. Normalerweise Verteidiger Kehrer. Und dann trifft er den Pfosten. Nachschuss Bürki. Und die Schalker warten weiter mal munter weiter. Bentaleb mit der Möglichkeit und weg damit. Aber die Situation noch nicht wirklich geklärt. Da der Ballbesitz. 61% die Schalker. Also die waren fast nur am Ball. Und haben irgendwie den Dortmund das Leben schwer gemacht. Goretzka. Rübergespielt. Burgstaller. Führung Schalke. Guido Burgstaller trifft zum nächsten Mal in der Bundesliga. Und ist damit gleich auf mit dem Gegner, mit André Schürrle. Rübergespielt. Lücke gesehen. Guido Burgstaller trifft. 1-0 Schalke. Die einfach viel, viel mehr im Spiel gemacht haben. Toljan, ich weiß nicht, was er da gedacht hat. Das war keine gute Verteidigung. Und die Hausherren führen und mit dem Ergebnis muss es mit dem Teufel zugehen, dass die hier nicht deutscher Meister werden. Zweite Halbzeit. Die Schalker haben weiterhin losgelegt und dann gab es dieses Foul. Wir haben ein ähnliches Foul im Hinspiel gehabt. Leon Goretzka damals. Und er hat rot gekriegt und hier kriegt er gelb. Şahin gelb. Bentaleb diskutiert erstmal. Aber da gibt es nichts zu diskutieren. Aus meiner Sicht wäre er rot auch richtig gewesen. Denn er hat nur den Gegner umgeruppt. Nach dieser Situation der Freistoß kurz ausgeführt. Aspas mit der Möglichkeit. Und Aspas mit dem Pfostentreffer. Weiter, immer nur Schalke, die machten immer wieder Druck und immer wieder versuchten sie was. Goretzka auf Aspas, der verstolpert so ein bisschen den Ball. Birki ohne große Probleme.
67. Goretzka auf Bentaleb. Wieder Aspas. Aspas mit der Chance und dann verzieht der Ball wieder. Knapp am Tor. Dann gab es viele Wechsel. Viele Spieler kamen rein, viele Spieler kamen raus. Aubameyang mit der Chance. Ja. Mit der dritten im Spiel für die Dortmunder. Die gefährlichste in der zweiten Halbzeit. Der Gäste. Und Schalke wollte unbedingt hier noch das zweite Tor erzielen. Koke auf den eingewechselten Teuchert. Teuchert, Birki, Teuchert, Pfostenlatte, bitter. Schlimmer kannst du es nicht treffen. 3 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt und die Dortmunder haben natürlich auf volles Risiko gestellt. Hat aber überhaupt nichts gebracht. Koke Richtung Teuchert, das hat auch nichts gebracht. Birki kriegt den Ball und dann war's das. Der FC Schalke 04 gewinnt das Derby gegen Borussia Dortmund mit 1:0. Ja, mit 1:0. Und damit sind sie der deutschen Meisterschaft einen riesengroßen Schritt weiter. Denn jetzt sind die Dortmunder gefordert. Sie selber brauchen nur noch Schützenhilfe. Und damit werden sie deutscher Meister. Das haben sie natürlich enorm gefeiert. Erzrivalen besiegt durch ihn hier, durch die Nummer 19, durch Guido Burgstaller. Und Aubameyang hat einfach nicht getroffen. Er hat es nicht geschafft zu treffen. Guido Burgstaller, der Gewinner des Derbys. Schalke gewinnt mit 1:0 gegen Borussia Dortmund. Und damit die Tabelle. Ja, 4 Spieltage vor Schluss sind wir sage und schreibe 11 Punkte vor den Dortmundern. Wie gesagt, Schützenhilfe. Dortmund, wenn Dortmund ein einziges Spiel nicht gewinnt, sind wir deutscher Meister. So müssen wir das denken. Als nächstes spielen wir im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart. Also schaltet ein. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und ciao.